Hey, ich Crossella wieder hier. Jetzt geht weiter. Als ich in meinem Apartment ankomme, will ich nichts tun außer schlafen. Ich hatte eben noch vorgespult, weil irgendwie hatte ich vergessen zu speichern, deswegen musste ich alles mal schnell durchspulen, aber ist jetzt egal. Ich habe immer noch diese ganzen Lieder, die ich mir ansehen muss. Hau wird einen Anfall bekommen, wenn ich das nicht bis zur nächsten Probe geschafft habe. Ins Bett gehen, die Lieder durchgehen, zurück zum Proberaum gehen. Warum zum Proberaum? Vielleicht, weil Hao da noch ist? Aber warum? Warum sollte sie? Sagen wir es mal logischerweise die Lieder durchgehen? Naja, ich schätze, es sind nicht so viele Lieder. Ich werde nicht lange brauchen, sie mir anzusehen. Ich habe mich versucht, mich selbst vermutlich selbst verflucht, indem ich das gesagt habe, denn das Durchschauen der Lieder dauerte die ganze Nacht. Ich springe ins Bett, sobald ich fertig bin und gähne laut. Hoffentlich laufen die Dinge mit dem Orchester morgen besser. Zu müde, um diesen Gedanken zu Ende zu führen, lasse ich mich zum wohlverdienten Schlaf einholen. Schlafi. Oh, das hätte ich noch gut in der letzten Folge machen können. Ach, egal. Wer soll das sein? Sieht süß aus, aber sie sieht traurig aus. Die nächsten paar Wochen vergehen rasend schnell. Ich kann nicht behaupten, dass alle aufhören, sich über die Übungsstunden zu beschweren, die Howie ihnen zuweist. Aber als das Konzert näher rückt, motiviert der steigende Druck so den faulsten Faulpelz und bringt alle dazu, Howies Regeln mehr anzuerkennen. Es ist auch hilfreich, dass ich Howie überzeugt habe, vernünftigere Anforderungen zu stellen. Zum Beispiel streichen wir am Ende des letzten Liedes aus das Set, streichen wir am Ende das letzte Lied aus der Setlist, damit wir sicherstellen können, dass die anderen alle perfekt sind. Nächstes Mal bekomme ich mein tolles Rockabilly Medley. Solange es keinen Butterfly Lovers gibt, bin ich bereit, dich erstmal aufzugeben. Ja, ich denke bereits über ein nächstes Mal nach. Ich weiß, es ist seltsam. Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre ich glücklich gewesen, das Geld meines Vaters zu nehmen und zu verschwinden. Jetzt tagträume ich darüber, wie viel ich von dem Geld für symphonischen Metall oder japanische Soundtracks ausgebe. Sona, hey, Sona. Ich werde gerade aus einem dieser Träume wachgerüttelt, als jemand meinen Namen ruft. Ich schiebe meine gedankliche Liste über die Vorzüge von Nightwish gegenüber Joe Hisaishi auf. Was ist? Oh, nun, ich habe mich gefragt, ob ich eine Ankündigung zu Beginn der Proben heute machen kann. Das heißt, wenn es nicht zu sehr stört. Es tut mir leid, tut mir wirklich leid für die Unannehmlichkeiten, aber ich hoffe, es dauert nicht lang. Wofür zum Teufel entschuldigst du dich? Denkst du, mich kümmert so ein Mist? Ich schätze, die Orchestermitglieder haben sich an eine grobe Sprache gewöhnt, denn das Mädchen zeigt mir nur ein dankbares Lächeln. Danke, Sona. Ach, ich bin so aufgeregt, ich kann es nicht erwarten. Wenn du es so hochspielst, dann hoffe ich, dass es etwas Gutes ist. Sobald alle Orchestermitglieder angekommen sind, geht das Mädchen nach vorne. Tolle Neuigkeiten, Leute. Mein Bruder arbeitet für die örtliche Zeitung und er sagt, als Leiter. Sagt der Leiter der Kunst- und Unterhaltungsrubrik, hat gehört, wie gut unser Orchester läuft. Tut es das? Sie wollen eine Story über uns schreiben. Alle fangen sofort an, aufgeregt zu applaudieren. Zu plaudern. Wieso lese ich da? Ach, egal. Meine Güte, wir werden berühmt. Ich war noch nie in der Zeitung. Aber das wird doch, das wird uns, Aber wird uns das nicht noch mehr unter Druck setzen als zuvor? Entspann dich, wir werden toll sein. Kein anderes Orchester in dem Land arbeitet so hart wie wir. Oh Mann, ihr mögt jetzt zwar jetzt viel besser sein, aber ihr seid immer noch ein Haufen Amateure. Werdet nicht so übermütig. Trotzdem, ich schätze, es ist irgendwie schön, sie alle so aufgeregt zu sehen. Der hat die Haare anders, der hat die Haare anders. Hallo, der hat die Haare anders. Oh, hat die nicht mehr zurückgegeilt. Ich schaue zu Haar rüber. Obwohl sich sein Englisch und seine Einstellung gegenüber dem Orchester über die letzten paar Wochen stark verbessert hat, bin ich nicht sicher, ob er weiß, wovon alle geredet haben. Weil er kann jetzt ein bisschen Englisch, ist ja geil. Also mehr als oh mein Gott, lol und so. Soweit ich das aber beurteilen kann, scheint er zufrieden mit ihrem Enthusiasmus zu sein. Schätze, es ist mein Job, sie alle wieder runter auf den Boden zu kriegen. Okay, das ist genug geplaudert. Ja, ich gebe zu, eine Story in der Zeitung wäre ziemlich cool. Aber werdet nicht überheblich. Wer weiß, ob die Zeitungsleute das wirklich alles durchziehen. Oh, das werden sie definitiv. Sie sind sogar bereit, nächste Woche zur Probe zu kommen für ein Interview. Sie werden uns interviewen?
Oh nein, was soll ich sagen? Sehen meine Haare okay aus? Es ist doch nicht, so nicht jetzt. Sie kommen erst nächste Woche, nicht jetzt, Dummerchen. Nun, eigentlich werden sie nicht mit allen von uns reden. Sie wollen nur mit Sona reden. Warum nur mit mir? Das ist ihre heimliche Absicht für den Artikel. Wie unser Orchester nach dem Tod von Mr. Song aus der Asche gestiegen ist, dank der Führung seiner Tochter. Ja, sie ist wirklich aufgeblüht. Sie haben vor, eine rührende Wohlfühlstory zu schreiben. Was? Die Liebe zu Musik und Familie triumphiert über alle Hindernisse, weißt du? Ich denke, es wird sehr süß. Ich denke, es wird zum Kotzen kitschig. Süß, hä? Es klingt in der Tat süß. So schmalzig und zuckersüß, dass man das Würgen bekommt. Ich hab's gesagt, ja. Ich würde diese versüßten Lügen am liebsten ausspucken und mir den Geschmack aus dem Mund waschen. Also, wenn es dir nichts ausmacht, dass der Reporter ein paar Minuten mit dir reden und ein paar Fotos bei den Proben nächste Woche machen, kann ich meinem Bruder sagen, dass... Mach dir nicht die Mühe. Die Aufregung auf ihren Gesichtern verwandelt sich schnell in Schock. Aber warum nicht? Das ist gute Publicity für unser Orchester. Ich habe gerade all meinen Freunden geschrieben, dass ich in die Zeitung komme. Ey, komm, Junge. Oh. Jeder wird kommen, wenn sie von unserem großen Comeback-Story hören. Ja, weil wahrscheinlich alle so toll an Orchester interessiert sind. Und weniger materialistisch gesehen, Leute, wäre es nicht eine schöne Anerkennung für Mr. Song? Ich glaube, er hätte es gern gesehen, dass wir alle nach seinem Tod weitermachen. Jeder murmelt und nichts zustimmt. Das ist es, oder? Letzten Endes geht es nicht um mich oder mein Orchester. Es wird sich immer nur mein Vater drehen. Ach, was soll's, ich habe keine Lust auf ein Interview, also hört auf, mich deswegen zu nerven. Jeder, der herumjammert, bekommt sein Instrument, ihr wisst schon, wohin geschoben. Die Schlagzeuger und der Bassist sehen besonders verängstigt aus. Keiner wagt es mir, ein weiteres Wort über das Interview zu verlieren. Naja, das heißt, außer einer Person. Nach der Probe rücke ich gerade in die Notenständer, gerade als Hao mir auf die Schulter tippt. Er hält eine alte Zeitung hoch und zeigt aufgeregt darauf. Sona, Neuigkeiten. Es ist gruselig, dass er reden kann. Sag mir nicht, dass er gerade herausgefunden hat, worüber wir vorhin geredet haben. Nein, Hao, keine Neuigkeiten, keine Sona in den Neuigkeiten. Zu schade. Keine Neuigkeiten? Keine Neuigkeiten, Neuigkeiten, Zeitung? Ich weiß, was du gemeint hast. Sprich mich einfach gerade nicht an. Silenzio. Hao versteht es offenbar nicht, denn er folgt mir die ganze Zeit im Raum herum. Als ich einen Stapel Notenblätter nach hinten bringe, tippt er mich erneut auf die Schulter. Was hat der denn für ein Gesichtsausdruck? Das habe ich ja noch nie bei ihm gesehen. Als ich mich umdrehe, gibt er mir widerwillig eine halbleere Tüte Kartoffelchips. Lecker. Sind das die Chips, die er letzte Woche konfisziert hat, weil ich sie während der Proben gegessen habe? Ich schneide eine Grimasse und werfe sie in den Müll. Die kann man doch jetzt nicht mehr essen. Obwohl Haus Augenbrauen irritiert zuckt, schafft er es, seine Beherrschung wieder zu erlangen. Ein paar Minuten später tippt er mir wieder auf die Schulter und räuspert sich. Was los, Mädel? Du bist obercool. Och, bitte lass es einfach, okay? Hä? Hast du eine Gehirnerschütterung erlitten, als ich gerade nicht hingesehen habe? Wieder zuckt seine Augenbraue. Hao braucht dieses Mal ein bisschen länger, um seinen Wut zu zügeln. Aber er geht schließlich rüber zum Piano und fängt an zu spielen. Ich starre mit offenem Mund, als der Refrain von Walking on Sunshine. Echt jetzt? Walking on Sunshine? Die Luft erfüllt, begleitet von unverständlichen schinglischen Gesang. Okay, stopp. Was zur Hölle hast du vor, außer einen Volltrottel aus dir zu machen? Hao verliert die Kontrolle über seine Beherrschung und explodiert. Und auf Chinesisch. Sona, meinst du, traurig. Er hat wirklich diese ganzen seltsamen Dinge getan, nur um mich aufzuheitern? Hao, mir geht's gut. Xiang Li, lass mich einfach und konzentrier dich auf das Orchester. Das Konzert steht bald an und wir wollen nicht, dass es ein totaler Misserfolg wird. Misserfolg? Zu meiner Verwunderung schreitet Hao rüber zum Dirigentenpodium und kehrt mit dem Bild von ihm und meinem Vater zurück. Dasselbe Bild, das ich in Stücke gerissen habe, als wir uns kennengelernt haben. Baba, Vater.
Das musst du mir nicht sagen. Ich versuche wegzugehen, aber Hao blockiert schnell meinen Weg. Was ist dein Problem? Geh mir aus dem Weg! Hao schüttelt seinen Kopf. Während er die Stirn runzelt, versucht er in langsamen, holprigen Englisch zu sprechen. Wenn ich traurig, Song Dashi helfen. Song Dashi bringt neue Personen, neue Musik. Dann ich nicht mehr traurig. Das klingt komisch. Also nachdem Haos altes Orchester ihn verlassen hat, hat mein Vater ihm geholfen, wieder Arbeit zu finden? Ich schätze, deswegen feiert Hao ihn so. Song Dashi, gute Person. Sona, gute Person. Ulala. Sona, nicht enttäuschen. Song Dashi. Psst, denkst du das wirklich? Dass mein Vater nicht von mir enttäuscht wäre, solange ich mein Bestes gebe? Eine Eins mit Goldständchen für die Bemühungen? Hm? Ich bezweifle, dass Hao versteht, was ich schreie, aber ich bin zu wütend, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich will das nicht von dir hören. Ein Genie wie du würde niemanden enttäuschen. Es ist kein Wunder, dass du und mein Vater Kumpel wart. Du bist genauso wie er. Und ich bin das entzackte Gegenteil und ich werde es immer bleiben. Die Tür fliegt mit einem Knall auf, als ich sie auftrete. Hao rennt mir hinterher, aber mir reicht es. Oha, oha. Ich drehe mich um und drücke ihn grob gegen die Wand. Ist sie irgendwie viel stärker als andere Männer, da? Keuchend versucht Hao, mich wegzuschieben, aber ich drücke ihn noch fester. Lol. Ohne Brille sieht er voll normal aus. Seine Brille fällt mir geklappert zu Boden. Folg mir ja nicht nochmal. Geh nach Hause. Hui, tja. Wenn ich dein Gesicht nochmal sehe, schlage ich rein. Nett. Als ich Hao loslasse und weglaufe, höre ich wieder seine Stimme. Sona. Obwohl ich mir vornehme, es nichts zu tun, drehe ich mich um. Nur eine Sekunde. Hao steht mitten im Korridor. Sein sonst so makelloses Haar und seine Kleidung sind total durcheinander. Naja, die Kleidung eher nicht so, oder? Er zeigt auf mich und sich. Dann trägt er fast bettelnd seine Hand aus. Sona. Peng Yu. Freund. Tss, Freund hin oder her. Das bedeutet nicht, dass ich dir alles erzähle. Ich schlage seine Hand weg und stampfe weg. Dieses Mal drehe ich mich nicht um. Mann, Alter, der will voll nett sein und du einfach so... Patsch. Das geht auch nicht. Es nieselt ein wenig, als ich die Probehalle verlasse. Wow, das sieht cool aus. Als ich in der Innenstadt ankomme, schleppe ich mich durch den Platzregen. Mit jedem Schritt kann ich spüren, wie meine wassergefüllten Stiefel schwerer und schwerer werden. Sie verlangsamen mein halsbrecherisches Tempo zu einem langen, mühsamen Marsch. Obwohl ein paar Läden am Straßenrand sind, gehe ich an ihnen vorbei, ohne anzuhalten. Ich muss weiterlaufen, muss den Regen weiter auf meine Haut spüren, muss mich abhalten, irgendwo anders hinzugehen. Was bringt dir das? Die Straßenecke, wo das Mädchen ihre Gitarre gespielt hat, ist verlassen. Ich schätze, im Hinterkopf wusste ich bereits, dass es so sein würde. Obwohl niemand rauskommt, um diesem Wetter zu spielen, bleibe ich trotzdem. Mehr als alles andere muss ich diese Musik wieder hören. Obwohl meine Finger taub vor Kälte sind, fange ich unbewusst an, die Saiten einer Gitarre zu zupfen, die längst nicht mehr da ist. Ob sie es wohl kann? Ich stehe Gott weiß wie lang im Regen und spiele lautlos meine imaginäre Gitarre. Nach und nach formt sich etwas in meinem Hals. Nach und nach kommen all die Erinnerungen zurück, die ich verdrängt hatte. Wie viele Jahre ist es her seit damals, seit mein Vater meine Gitarre in kleine Stücke zerschlagen hat. What the... Was? Damals habe ich noch geübt, um eine Dirigentin zu werden. Mein Vater hat mich stundenlang am Tag üben lassen, mich all seinen Kollegen vorgestellt, mir sogar ein angesehenes Musikprogramm bezahlt, als ich die Stipendienprüfung vermasselt habe. Ich wusste, ich war nur mittelmäßig, wenn überhaupt, aber ich habe die Zähne zusammengebissen und getan, was immer er wollte. Sonst hätte mein Vater nie wieder mit mir geredet. Eines Tages bin ich an einem Pfandhaus vorbeigelaufen und dann habe ich sie gesehen. Meine Gitarre in all ihren befleckten, ramponierten Schönheit. Obwohl ich bloß ein wenig Erfahrung mit einer Violine hatte, nahm ich die Gitarre mit nach Hause und habe sie gespielt, bis ich überall an den Händen Blasen hatte. Trotz den ganzen Jahren klassischen Trainings war es das erste Mal, dass mir klar wurde, dass ich Musik wirklich liebte. Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich mich wirklich lebendig gefühlt habe. Als ich meinen ersten Auftritt mit der Gitarre hatte und Lieder für eine örtliche Rockband geschrieben hatte, war es der glücklichste Tag meines Lebens.
Die Bezahlung war gering und die Bühne klein, aber wir haben jede Sekunde unser Bestes gegeben. In der Lage zu sein, etwas zu tun, das ich von ganzem Herzen liebte, ohne mich auf den Ruf meines Vaters stürzen zu müssen, mehr hätte ich mir nicht wünschen können. Als es mein Vater herausgefunden hat, war er rasend vor Wut. Er sagte, die Lieder, die ich geschrieben habe, wären Müll, dass meine Gitarre nutzlos sei. Er konnte nicht glauben, dass er, der größte Dirigent William Song, solch einen wertlosen Misserfolg zur Tochter hat. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Als ich meinem Vater sagte, dass ich keine Dirigentin sein wollte, schlug er meine Gitarre auf dem Küchenboden in Stücke. Da musste ich es mir endlich eingestehen. Die Person, die ich war oder werden wollte, wäre nie genug, um William Songs Tochter zu sein. Von Anfang an war ich immer seine größte Enttäuschung. Danach habe ich die Musik komplett aufgegeben und nie mehr mit meinem Vater gesprochen. Es gab keinen Grund mehr, es zu versuchen, wenn ich bereits versagt hatte. Das Beste, was ich tun konnte, war es, mich ganz von ihm abzulösen. Jemand zu werden, der nie mehr mit William Song assoziieren werden könnte. Assoziiert. Letztendlich war es so besser für uns beide. Ich musste mir keine Sorgen mehr machen, den Anforderungen meines Vaters gerecht zu werden. Und er musste sich keine Sorgen mehr machen, diese Misserfolge zu vertuschen. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Genie wie Haro das nicht verstehen kann. Jemand wie er wird nie verstehen, wie es ist, ein Misserfolg wie ich zu sein. Mehr Regen strömt herunter und läuft mir in die Augen, was meine Sicht verschwimmen lässt. Ich habe schon viel zu lange hier herumgestanden. Zeit wegzugehen. Oh mein Gott. Der läuft uns sogar nach. Als ich mich aber umdrehe, steht dort eine Person auf der sonst einsamen Straße. Seine teure Hose und seine Schuhe sind voller Schlamm. Wer kann ihn bekämpfen? Warum bekämpfen? Wegrennen ist ladylike. Hau ist die letzte Person, die ich gerade sehen will. Ich muss hier weg. Bevor Hau mich aufhalten kann... Schade, ich hab gehofft, er hält sie noch auf. mich aufhalten kann, drehe ich mich um und renne so schnell ich kann die Straße runter. Ich kann über den Sturm hinweghören, wie er meinen Namen ruft und seine Stimme klingt nach und nach immer entfernter. Ich renne einfach weiter und lasse den Regen um mich herum alles ausblenden. Ich hab gehofft, er holt uns noch ein. Ich wollte ihn auch nicht schlagen, weißt du? Die Tage zum Konzert vergehen überraschend schnell. Ich schätze, es hilft, dass ich weitergehend angefangen habe, während den Proben Nickerchen zu machen. Hau kann den ganzen Tag schreien und Dinge werfen, wenn er will. Ich rolle mich einfach unter das Piano, wo er mich jedes Mal nicht erreichen kann. Die ersten paar Male ist Hau rübergekommen und hat mich mit Gewalt wieder hervorgezogen. Als ihm aber klar wurde, dass er mehr Zeit damit verbringt, sich um mich zu kümmern, anstatt das Orchester zum Üben zu bringen, gab er letztendlich auf. Aber ab und zu erwische ich ihn, wie er in meine Richtung schaut und irgendwie traurig aussieht, als hätte er irgendwie versagt. Pss, mir egal, ich brauche dein Mitleid nicht. Ich lasse dich dein super verrücktes Dirigentenstipendium durchziehen. Du lässt mich mein Faulenzer-Ding durchziehen. Alle sind glücklich. Oh, nein, das kommt jetzt aber noch nicht in die Folge. Das kommt in die nächste Folge, wo wir das sagenumwogene Konzert beiwohnen, bla, man liest es ja eh nur. Okay, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.